Wir starten ganz easy rein, um hier eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Was fällt euch dem SC Freiburg ein, Erin Dingschi vom SV Werder loszueisen? Für uns natürlich eine Verstärkung, für euch tut es mir natürlich leid. Eingedacht. Die Werder-Show. Erstmal hallo von mir. Und damit herzlich willkommen. Eingedeicht, die Werder-Show ist wieder am Start, auch wenn es stürmische Zeiten rund um den SV Werder Bremen sind. Das bringt uns trotzdem nicht um, auch wenn der Wind mal von vorne kommt. Ist echt so. Über diesen Gegenwind werden wir heute sprechen. Und das tue ich heute wieder mit Deichstube-Reporter Malte Bürger. Lief ja beim letzten Mal ganz gut. Super Typ, hat sich wirklich gut eingebracht, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wir wollen natürlich diesen Weg mit ihm weitergehen. So machen wir das. Hi, moin Malte. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, moin, sehr gerne. Ja, wie fandst du den Special Effekt mit dem Föhn eben gerade? Totale Hollywood-Vibes natürlich, gar keine Frage. Aber im Vergleich zu Werder, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ja fast ein laues Lüftchen, ne? Aha, aber wir machen natürlich alle unsere Stunts selbst. Für alle, die das jetzt nur hören und nicht gucken, ziehe ich das mal rein, bei YouTube kann man es nämlich auch sehen und vielleicht kommt das dann ja auch da ein bisschen besser. Wenn man sich das angucken möchte, das will keiner, aber kann man gerne machen. Sollte man sogar machen. Malte, wenn du nicht bei mir hier auf dem Sofa sitzt, guckst du oder hörst du eingedeicht? Ja, auf jeden Fall gucken, das Auge ist ja mit, weißt du doch, ne? Ja, ganz besonders bei uns beiden. Selbstverständlich. Ja, aber Ole Werner tut das auch, er guckt die Folgen regelmäßig. Hat er uns verraten. Ja, ich schaue tatsächlich regelmäßig, wie die Jungs sich schlagen. Ist das ja auch geklärt. Mach einen Haken dran. Jetzt dann aber wirklich los, denn Malte, wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über den Ist-Zustand des SV Werder Bremen, Talenteflucht und über alle Dinge, die da auf den SV Werder Bremen zukommen. Auch mit unserem Gast Lukas Höhler vom SC Freiburg. Zudem lösen wir auf, wer die limitierten Werder-Sneaker geschenkt bekommt. Und wir haben natürlich auch wieder eine fette, wirklich eine richtig geile Verschenkung im Programm. Ja, das sind so die Themen. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerveranstaltung. Plus X mit möglichst viel Spektakel. Darauf freue ich mich. Ja, da geht auch Ole Werner so richtig aus der Hüfte. Wir freuen uns auch. So Malte, wie ist denn die Stimmungslage rund um den SV Werder Bremen und auch bei dir? Ja, ist ja auch für eine gute Show nicht ganz unwichtig. Ja, ne. Also die Stimmungslage ist immer wichtig. Ja, es schwankt immer so ein bisschen, ne? Also bei mir ganz genauso wie, glaube ich, auch bei den Leuten drumherum. Ich habe das Gefühl, egal auf wen du gerade so triffst, du weißt nie so genau, was du bekommst. Der eine sagt, ja, ist halt jetzt scheiße, ist halt Werder. Die anderen sagen, es ist Katastrophe. Ist halt scheiße, ist halt Werder. Das ist, ja, so viele Leute sehen ja nur noch schwarz. Die rechnen ja wirklich gar nicht mehr mit irgendwas Gutem. Ich erinnere mich noch, als ich vergangene Woche dann nach Frankfurt gefahren bin, im Vorfeld alle gesagt, so, oh, willst du das echt machen? Da gibt es doch die nächste Reibe. Kannst du jetzt, die Wochen werden noch alle scheiße. Und gut, am Ende ist ein Unentschieden bei rausgekommen. Spielerisch kein Hochglanz, aber zumindest eine Reaktion. Schauen wir mal, wo das noch hingeht, ne? Eine Reaktion auf eine wirklich fürchterliche Werder-Woche. 1:1 eben bei Eintracht Frankfurt in Frankfurt. Woltemade verlässt den SV Werder Bremen. Dingschi schließt sich dem SC Freiburg an. Jinma verletzt. Ja, und da reden jetzt viele tatsächlich wieder von einer Art Weltuntergangsstimmung. Und damit sind wir aktuell sehr weit entfernt von den Zielen, die sich der SV Werder Bremen und Frank Baumann eigentlich gesteckt haben. Die Weltherrschaft. Hilft ja alles nichts. Wir werden versuchen, das alles hier in eingedeicht Manier einzuordnen. Mal gucken, ob es das gelingt. Aber ich würde sagen, schauen wir vielleicht auf die Tabelle oder nicht. Bist du ein Tabellenmann? Immer noch. Ja, ne? Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wir aber sehr wohl. Markus, anfangen. Do your magic. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 12 mit jetzt 31 Punkten. Das bedeutet, es sind noch 8 Punkte Vorsprung. Nur noch 8 Punkte Vorsprung auf Mainz 05. Die sind 16. mit 23 Zählern vor Köln mit 22 Punkten. Schlusslicht der Liga ist Darmstadt 98 mit 14 Punkten. Vorsichtiger Blick
Auf Platz 7, da steht der FC Augsburg mit 36 Zählern. Kannst du nicht lassen, ne? Sind also eigentlich nur 5, ich sag's ja immer wieder, don't stop believing, auch wenn das Ding jetzt natürlich einen kleinen Gegenwind wieder mal abbekommen hat. Reden wir jetzt mal ausnahmsweise nicht drüber, sondern wir reden darüber, dass es eben nur noch 8 Punkte sind und die Sorge vieler Werder-Fans, dass dieser Vorsprung schwinden könnte, gerade angesichts der nächsten Partien gegen Bayer 04 Leverkusen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Ja, also diese Sorge ist real. Und das ist halt schade. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Du hast immerhin noch den Vorteil, dass auch alle anderen Mannschaften erstmal noch spielen müssen da unten. Ja. Der erste FC Köln spielt unter anderem noch gegen den FC Bayern. Gut, das heißt im Moment nicht so viel. Nee. Aber trotzdem, also die müssen erstmal ihre Punkte holen. Aber klar, bei 8 Punkten, ja, das wird so langsam, da kommen böse Erinnerungen wieder hoch. Mhm. Ob das doch nochmal enger wird. Und du hast ja die Probleme, die Werder hat schon angesprochen. Dazu kommen ja noch Sperrenverletzungen. Wird nie einfacher. Also mir wäre es auch ehrlich gesagt schon lieber, wir wären eigentlich durch und müssen uns nicht noch bis Mai durchquälen. Und ich könnte mir vorstellen, das wird nochmal ungemütlich. Aushalten, durchhalten wird schon irgendwie werden. Da sind ja auch noch Mannschaften dazwischen. Hier, wenn ich nochmal auf die Tabelle schaue, Union Berlin, Wolfsburg, Bochum. Also ist ja nicht so, dass Werder jetzt 15. ist. Nein, nein, genau. Die ganz große Panik muss noch nicht ausbrechen. Das glaube ich auch. Heute jedenfalls noch nicht. Ey, wir haben noch überhaupt kein Gedeck gehabt, wa? Nee, haben wir noch nicht, aber können wir dann ja mal nachholen. Genau, das machen wir jetzt auch. Da hat auch so. Schon hier was kaputt gegangen. Also. Ja, ich bin schon ganz trockene Kehle. Fehlt einem ja wirklich. Ich reiche mal an. Wir alle wissen, Malte Bürger liebt Bier. Oh, wirklich. Sollst du nicht austrocknen. Ja, so machen wir das hier. Ganz entspannt, 1, 2 Bier. Darf ich bitten, Kurt? Aber immer. Aber immer habe ich als Antwort darauf auch noch nicht gehört. Ich glaube, da war noch Konfetti dran. Lecker. Das kann durchaus sein. Und es liegt ja alles. Und die kurzen. Ne? Ja, zum Runterspülen. Ja, abklopfen. Mhm. Boah. Wird auch nicht besser, ne? Es ist mega bitter. Da müssen wir durch. Mega bitter ist übrigens auch. Geile Überleitung, ne? Oh. Die Talenteflucht beim SV Werder Bremen. Schöne Überleitung erstmal. Das, was vielen Fans Sorgen bereitet, ist der Umstand, dass Nick Woltemade sich dazu entschlossen hat, den SV Werder Bremen zu verlassen. Auch Erin Dingschi wird nicht zum SV Werder Bremen zurückkehren, sondern schließt sich im SC Freiburg an. Und da sagen jetzt viele, was ist das für ein Scheißtrend, dass nicht mal Spieler, die mit dem SV Werder Bremen sehr verbandelt sind, weil eben Eingewächse und auch speziell Dingschi hat immer gesagt, wie wichtig ihm der SV Werder ist, und die gehen jetzt weg. Die haben kein Interesse daran, offensichtlich bei ihrem, ich nenne es jetzt einmal so, Herzensverein weiterzuspielen. Und das ist schon schlimm. Ja, ich finde auch, also diese emotionale Komponente, die da mitschwingt, die ist wirklich äußerst unangenehm. Die macht diese Abgänge nochmal so ein bisschen schmerzhafter, weil der sportliche Aspekt, wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Nick Woltemade gucken, da wissen wir noch nicht so ganz genau, ist das wirklich ein sportlicher Verlust, weil man immer noch so drauf wartet, schafft er überhaupt diesen großen Bundesliga-Durchbruch? Aber klar, da sind zwei Jungs, die kommen aus Bremen, haben beide gesagt, wie sehr sie diesen Verein lieben, dann erwartest du von außen, aber auch irgendwie von innen, dass die auf jeden Fall auch Bock haben, da weiter zu bleiben. Jetzt wissen wir bei Erin Dingschi, die Kollegen von Radio Bremen haben sich da ja ein bisschen umgehört, unter anderem mit dem Vater von ihm gesprochen, der schon gesagt hat, boah, ihm fehlt hier das letzte Vertrauen. Man hat sich nicht so um ihn bemüht, wie es andere Vereine getan haben. Das ist natürlich ein bedenkliches Zeichen und da muss Werder definitiv draus lernen, gar keine Frage, weil da sind ja offenkundig Fehler gemacht worden, wenn man solche Jungs da nicht halten kann. Nick Woltemade hat den Bremer Schlüssel auf seinem Körper tätowiert und spielt dann jetzt bald für den VfB Stuttgart. Muss ja jeder selber wissen, ich für meinen Teil glaube, dass Nick Woltemade, also der Abgang, der Wechsel, noch gar nicht so wehtut, aber ich befürchte, das Schlimmste ist, in 2, 3 Jahren wird das richtig wehtun, weil natürlich wissen wir alle, dass Nick Woltemade beim VfB Stuttgart mordsmäßig abliefert, dass alles geil für ihn wird, nur für den SV Werder Bremen halt nicht. Da bist du sicher? Ah, bin ich sicher, bin ich mir nicht, aber ich habe die Befürchtung. Boah, nee,
habe ich keinen Bock drauf. So. Ja, aber ich sag auch, also da bin ich wieder beim Frankfurt-Spiel, als ich da am Freitag war. Mehrere Journalisten aus dem Süden Deutschlands fragen dann so direkt so, ey, warum heult ihr dem denn jetzt so groß hinterher? Was ist denn das für eine Aufregung? Mhm. Wie viele Bundesliga-Tore hat der? Ja. Und dann sagte ich jedes Mal, ja, keins, genau. Also, ja, genau. Und Vorlagen? Ja, eine insgesamt. Ah, ja. Und da ist jetzt so das ganz große... Also die wissen auch noch nicht, wie der jetzt in so einer funktionierenden Mannschaft des VfB Stuttgart, wo wir davon ausgehen, dass es das wird, die jetzt eine starke Saison spielen, wie er da dann auf Anhieb performen soll und kann. Aber es würde natürlich zur ganzen Geschichte passen, wenn die das da super hinbekommen, dass er da halt total gut funktioniert und da endlich diese ja, Tore erzielt, die er ja zu Drittliga-Zeiten reihenweise erzielt hat. Ich kann das aus rein sportlicher Sicht, kann ich das aber auch total verstehen, das muss ich halt auch mal sagen. Ne? Also du hast da zwei Jungs, die kriegen vielleicht ist es das geile Angebot in ihrer jungen Karriere. Du hast die Chance, mit ein bisschen Glück, im Fall von Erin Dingci, wenn die Freiburger da oben weitermachen oder noch näher ranrücken und bei Nick Woltemade in Stuttgart wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich in Europa ein bisschen mitzuspielen, da auch endlich die Erfahrung zu sammeln. Ungeachtet von Werder-Liebe, das kriegst du da halt erstmal nicht. Dann musst du da halt gucken, ob du es woanders irgendwo kriegst. Das ist ja in jeder Jobwelt so. Also du magst den Job hier ja wahrscheinlich auch sehr gerne, behaupte ich mal. Ich bin gerne hier. Genau, aber wenn dann jemand auf dich zukommt und die Zahlen stimmen auch noch und sagt, ey Timo, du kannst dich hier aber auch noch ein bisschen mehr entfalten und vielleicht dann so, wie du es dir wünschst und wir haben da noch so drei andere Ideen und dann kommen die mit so einem Goodie um die Ecke und sagen, ey, hast du nicht Bock, das zu machen? Kommst du zumindest vielleicht ins Überlegen, oder? Puh. Weiß ich nicht. Ja, ich habe auch den Bremer Schlüssel tätowiert und ich würde sagen, nee, würde ich nicht machen. Natürlich kommt man da ins Grübeln und ins Überlegen, weil eben die Perspektive natürlich beim VfB Stuttgart jetzt im Fall von Nick Woltemade auch keine allzu schlechte ist und die für Erin Dingci beim SC Freiburg natürlich auch nicht. Ich glaube tatsächlich einfach, dass wir alle durchaus gut einschätzen können, dass Nick Woltemade jetzt nicht der klassische Neuner ist, aber andere Dinge mit ins Spiel des SV Werder Bremen gebracht hat. Und ich habe das hier auch schon tausendmal gesagt. Leute, die sich viel besser mit Fußball auskennen als ich, sagen, das ist ein herausragender Spieler, weil er eben auch ob seiner Körpergröße oder trotz seiner Körpergröße eine Technik mitbringt, Bälle festmachen. Wichtig für das Werder-Spiel, vielleicht eben auch noch nicht jetzt, aber er wäre es dann eben womöglich in Zukunft geworden, also noch wichtiger für den SV Werder Bremen. Da gehe ich, durchaus mit, ja. Weil ich glaube auch, und das ist dann vielleicht auch das, was ihm hilft, wenn in eine funktionierende, offensivstarke Mannschaft kommt, dann hast du eben nicht, so wie jetzt bei Werder, hat er sofort ein, mindestens zwei Leute auf die Füße stehen, weil natürlich auch die gegnerischen Trainer wissen, da ist einer, der macht den, das ist der Mann, der den Ball festmachen soll, also kriegt da viel gegnerischen Druck. Spielst du in einer Mannschaft, wo auf mehreren Positionen gerade das Offensivspiel funktioniert, hat er viel, viel mehr Zeit, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten, weiterzugeben oder selber gefährlich zu werden. Das könnte dann tatsächlich der ausschlaggebende Unterschied sein, warum Nick Woltemade woanders viel besser funktioniert. Ja, bleibt natürlich abzuwarten. Und ja, man wünscht ihm ja auch alles Gute und es ist, soll ja für ihn auch alles irgendwie funktionieren. Aber vielleicht ist es dann ja tatsächlich so, dass für den Moment die Trauer in dem Fall gar nicht so groß sein sollte, weil, und jetzt schlage ich da mal den Bogen, er diesen Beweis, dass er eben dann wirklich ein ganz wichtiger Spieler für welchen Verein auch immer sein kann, noch schuldig geblieben ist. Aber er ist ja auch noch sehr jung, kann ja eben alles noch werden. Und deswegen glaube ich, das wird schon werden, aber eben nicht beim SV Werder Bremen. Genau, du brauchst jetzt halt auch Ersatz. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Ja. Und was natürlich doppelt bitter ist, der Junge geht ablösefrei. Ja. Also Werder hat überhaupt nichts davon, hat sich nicht spätestens seit dem Investoreneinstieg auf die Fahnen geschrieben. Ja, wir holen hier nur noch junge Leute, beziehungsweise bilden sie aus und verkaufen sie dann teuer weiter, um auch weiterhin Geld reinzubekommen. Und dieser Plan ist natürlich bei Nick Woltemade jetzt überhaupt nicht aufgegangen. Das sind alles Lehren, aus denen du lernen musst für die Zukunft. Sonst wird das so weitergehen und du wirst über diesen Status eines Ausbildungsvereins, was man ja gerne mal so sagt, nicht hinauskommen. Wobei, bist du dann wirklich noch ein Ausbildungsverein, wenn deine jungen Talente, die du ausbilden willst, sich eigentlich dazu entscheiden, woanders ausgebildet zu werden? Boah, das war jetzt ganz schön viel Ausbildung in einem Satz, aber ich weiß ja, was du meinst. Immerhin. Keine Ablöse für Nick Woltemade. Bei Erin Dingci verhält sich das ein bisschen anders. Da gibt es wohl 5 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme. Der SC Freiburg hat da zugeschlagen. Ja, wie bitter wiegt denn jetzt der Verlust von Erin Dingci? Der ist ja aktuell gar nicht da. Mhm. Also hat jetzt ja in dieser Saison auch nichts für den SV Werder Bremen beigetragen.
Genau, also ich würde aktuell sagen, der Verlust wiegt schon sehr, sehr schwer, weil da jetzt einer ist, der nachgewiesen hat, dass er in der Bundesliga funktionieren kann. Wenn man ihn so einsetzt, wie er sich das wünscht, wie die ganze Mannschaft das in dem Moment braucht. Das war halt vorher bei Werder nicht so. Da gab es eben dieses Sturmduo Füllkrug-Duxch. Auf das hat Ole Werner, wie ich auch finde, zu Recht konsequent gesetzt. Ist ihm ja auch mit sportlichem Erfolg zurückgezahlt worden. Da war halt relativ wenig Platz für einen Erendingchi auf so einer Position, die er jetzt da gerne spielt. Und deswegen konnte ich diese Leier auch total nachvollziehen. Du gibst ihn auch noch zu einem Erstligisten. Was Besseres geht ja eigentlich kaum, weil du weißt, Mensch, der kriegt da wahrscheinlich, weil die Aufsteiger sind, jede Menge Spielzeit hat er jetzt auch bekommen. Hat halt super funktioniert. Und da ist aus heutiger Sicht natürlich dann diese 5 Millionen Euro, die da in der Kaufoption drin hängen, sind natürlich aus heutiger Sicht sehr, sehr wenig. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, also eigentlich, wer zahlt denn für jemanden, der in der Bundesliga auch noch, abgesehen von ein paar Kurzeinsätzen, nicht so sonderlich viel gespielt hat, wer zahlt denn da mehr als 5 Millionen Euro? Transfermarkt, Marktwert 10 Millionen Euro. Also insofern ein Schnäppchen für den SC Freiburg. Aber bin ich nämlich bei dir, ja, noch vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich gesagt, 5 Millionen, guter Kurs. Ja. Mach es, Baumi. Ja, trotzdem natürlich bitter, weil auch da wird es vermutlich so sein, dass er in Freiburg durchstartet. Ja, er startet ja jetzt schon durch. Also genau. Der beweist ja wirklich, dass er in der Bundesliga halt funktionieren kann. Und das ist das natürlich, was es so bitter macht, wenn du jemanden hast, von dem du gezeigt bekommst, hey, ich kann in dieser ersten Liga gegen jeden Gegner mithalten. Aber er wurde bei uns halt falsch eingesetzt. Was heißt falsch? Also gar nicht. Und das ist ja auch das, was er jetzt so bemängelt, beziehungsweise sein Vater, da bin ich wieder bei den Kollegen von Radio Bremen, der sagt ihm auch, ja, man hätte halt mal mehr Vertrauen schenken sollen, als immer nur 5 oder 10 Minuten. Ist natürlich auch ein bisschen einfach gesagt, wie gesagt, wenn du einen Top-Sturm-Du da vorne hast, das funktioniert. In dieser Saison würde das sicherlich ein bisschen anders aussehen mit Erendingchi. Der hätte seine Chance 100%ig bekommen. Ja, das schwingt halt alles so mit. Weißt du halt vorher nicht, jetzt wechselt er zum SC Freiburg. Die haben einen guten Fang gemacht. Trotzdem fragen wir uns natürlich, wie konnte das denn überhaupt passieren? Und würde ich sagen, fragen wir jemanden, am besten jemanden mit Werder, mit Bremen-Bezug und jemanden vom SC Freiburg. Wer fällt uns da ein? Ja, ganz klar, Lukas Höhler. Lukas Höhler, nämlich vom SC Freiburg, geboren in Achim bei Bremen. Werder-Fan und Profi eben beim SC Freiburg. Also spielt der auch beim falschen Verein, meinst du? Absolut. So, das werden wir dann auch noch klären. Und er darf sich auf Erendingchi freuen. So, dann rufen wir den Kollegen Lukas Höhler mal an mit dem grünen FaceTime-Telefon. So, auch er hat natürlich hinten raus, wie alle, die es mit dem SV Werder Bremen halten, die 18,99. So. Klingelt. Ich lege das grüne Telefon, nachdem ich hier abgeräumt habe, einfach mal daneben. Und da ist er auch schon. Lukas Höhler vom SC Freiburg. Hi, moin, Lukas. Vielen Dank für deine Zeit. Cool, dass du dabei bist. Ja, moin, sehr gerne. Schön, dass ich da dabei sein kann. Ja, wir starten ganz easy rein, um hier eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Was fällt euch dem SC Freiburg ein, Erendingchi vom SV Werder loszuheißen? Ja, ich weiß es auch erst, seitdem ihr es jetzt auch mitbekommen habt. Also ich war positiv überrascht. Ich habe viel gesehen von dem Jungen diese Saison und ich finde, er spielt eine gute Runde und für uns natürlich eine Verstärkung. Für euch tut es mir natürlich leid, aber freut mich auf jeden Fall, dass er nächstes Jahr in meinem Team spielt. Ja, du könntest dann in der nächsten Saison mit ihm die Flügelzange beim SC Freiburg bilden. Hast du Bock drauf, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich von ihm bisher gesehen habe, hat mich sehr überzeugt. Er ist ein guter Kicker, freut mich sehr. Und ich hoffe, dass er für uns auch solche Leistungen bringt. Und dann bin ich positiv gestimmt, dass wir da nächstes Jahr ein gutes Team zusammen haben. Wir wollen jetzt nicht zu viel auf Erendingchi rumreiten. Wir haben mit dir noch andere Sachen zu besprechen. Aber warum ist denn der SC Freiburg für so einen jungen Spieler wie Erendingchi, der Bremer ist, offensichtlich interessanter geworden als der SV Werder Bremen? Hast du eine Idee? Ich will Werder natürlich jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber ich glaube, Freiburg ist bekannt dafür, junge Spieler weiterzuentwickeln. Das hat in den letzten Jahren richtig gut geklappt. Da gibt es viele Beispiele und natürlich haben wir jetzt die letzten 2 Jahre auch international ein bisschen Luft schnuppern können und haben natürlich auch irgendwie noch diese Saison das Auge so ein bisschen drauf, uns da vielleicht zu qualifizieren. Und ich glaube, dass es hier in Freiburg ein sehr ruhiger Ort ist, hier man
sehr entspannt arbeiten kann. Jetzt haben wir mal einen Trainerwechsel, was aber ja, was ganz Neues für uns ist. Normalerweise ja, sind wir auf den Trainer ja sehr eingespielt, sage ich mal, seit vielen Jahren. Und ich glaube, das wird mit dem neuen Trainer jetzt auch so sein. Und ich glaube, das ist für junge Spieler einfach extrem wichtig. Es wurde auch im Zusammenhang mit dem Deal immer so ein bisschen um Wertschätzung gesprochen. Die Erin Dingschi in Freiburg zum Beispiel jetzt, weil Julian Schuster immer bei den Gesprächen mit dabei war, viel mehr gespürt hat als in Bremen. Wie wichtig sind aus Profisicht solche kleinen Gesten? Extrem wichtig. Ich glaube, es geht viel um ein gutes Gefühl. Ich glaube, Freiburg war nicht der einzige Verein, mit dem er gesprochen hat. Und ich kann mich an meine Gespräche hier erinnern. Da haben sich die Verantwortlichen auch extrem viel Zeit genommen und mir auch extrem gutes Gefühl gegeben, da so, dass ich halt nicht zweimal überlegen musste. Und ich glaube, so ein Gefühl hatte er auch. Und ja, das machen die Verantwortlichen hier schon extrem gut. Und ja, deswegen glaube ich, dass das für ihn auch der richtige Schritt dann ist. Wie läuft das in Freiburg? Ist das, da werden Videos gezeigt, da werden Bilder quasi aufgemalt, sozusagen, wie ihr Spieler dann da zukünftig funktionieren wollt? Oder gibt es da einfach nur ein als Geschenk schon mal ein Trikot oder so, damit man weiß, Mensch, so könnte es mal in Zukunft aussehen? Wie kann man das greifen als Außenstehender? Also wie es jetzt bei dem Erin Dingschi abgelaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur von meiner Zeit sprechen. Das war aber auch jetzt schon 6,5 Jahre her. Ich wurde besucht in meiner Heimat. Da haben sich die Verantwortlichen Zeit genommen. Dann bin ich nach Freiburg gefahren. Mir wurde alles gezeigt. Die ganzen, ja, das Stadion, die Kabinen, alles. Ich habe mit dem Cheftrainer gesprochen. Ich habe mit noch weiteren Verantwortlichen, auch mit dem Co-Trainer gesprochen. Und ja, es hat einfach mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, dass sich so viele Leute um mich gekümmert haben oder auch bemüht haben. Es wurden jetzt keine Videos oder Ähnliches gezeigt, aber alleine durch die Gespräche und ja, was sie mir aufgezeigt haben, wie sie mich sehen und dass sie mich extrem gut finden und auch wertschätzen und brauchen, das hat mir dann eigentlich schon gereicht, um den Schritt dann zu gehen. Nun bist du in Achim bei Bremen geboren und du bist Werder-Fan, kann man das so sagen? Ich bin in Aachen geboren, ich war mein Leben lang Werder-Fan. Seitdem ich jetzt in der Bundesliga bei Freiburg bin, ist es natürlich ein bisschen weniger geworden. Aber ja, so die Werder-Raute schlägt natürlich immer noch so ein bisschen in meinem Herzen. Und wenn Werder jetzt gegen irgendein anderes beliebiges Team aus der Bundesliga spielt, drücke ich natürlich schon den grün-weißen die Daumen. Hast du auch erzählt in diesem Deichstube-Buch unser Leben mit Werder auf Seite 148. Du warst früher an der Ostkurve, hast da mit deinen Kumpels die Spiele verfolgt. Ja, das verliert man doch nicht. Nee, auf keinen Fall. Also das waren schon Erlebnisse, an die ich mich jetzt immer noch gerne zurückerinnere. In der Jugendzeit immer am Samstag mit den Kumpels losgezogen, irgendwie versucht, noch eine Karte zu ergattern. Und ja, im Weserstadion war schon immer und ist immer noch eine richtig geile Stimmung. Es war schon was Besonderes früher. Und damals waren es dann ja auch noch die internationalen Zeiten, wo Werder richtig geilen Fußball gespielt hat. Und ja, da erinnere ich mich gerne oder meinen Jungs auch sehr gerne zurück. Ist da in Achim eigentlich so eine Art Nest? Ich weiß, du bist in Schwanewede dann eigentlich groß geworden, aber trotzdem, Dennis Undorf kommt aus Achim, dann hast du noch Felix Wiedwald und Dennis Diekmeyer, die zwar beide in Tedinghausen geboren wurden, aber da aufgewachsen sind. Ist da irgendwie ein besonderes Wasser oder woher kommt das, dass da so viele Profis unterwegs sind? Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich gar nicht beantworten. Also ich bin tatsächlich nur in Achim geboren, aufgewachsen bin ich in Bremen-Nord, Schwanewede. Deswegen habe ich mit Achim an sich eigentlich nicht viel zu tun, aber ja klar, ich bin Bremer Junge, bin in Bremen zur Schule gegangen, aufgewachsen, habe mein Abi dort gemacht. Ja, also ich verbinde alles mit Bremen eigentlich. Und dann drängt sich natürlich die Frage auf, warum bist du da nie so richtig gelandet? Ja, das habe ich auch schon sehr oft ja, dieses Thema beantwortet. Ich war immer auf dem Dorfverein im Schwanewede, hab da gekickt mit meinen Freunden. Meine Eltern haben sehr viel Wert auf die Schule gelegt und ich war bei etlichen Probetrainings bei Werder, von der F-Jugend bis zur A-Jugend, immer mal wieder. Es hat, also ganz früher wollten sie mich haben, da war das für meine Eltern aber nicht stemmbar mit der Schule und allem, weil sie auch beide berufstätig waren. Aber dann ab der C-Jugend lag es dann an mir. Ich war noch nicht kräftig genug. Ich war immer relativ klein früher. Und ja, das hat irgendwie nie gereicht. Aber irgendwie
ja, ich war schon zu gut für den Dorfverein, sage ich mal. Und dann bin ich so einen kleinen Umweg gegangen. Und ja, deswegen hat es leider nie mit Werder geklappt. Wird es denn nochmal was? Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Also ich fühle mich extrem wohl hier in Freiburg. Aber ich oder jeder weiß auch, dass meine ganze Familie aus Bremen kommt. Dementsprechend will ich nie was ausschließen. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, wie ist das denn, wenn man als gegnerischer Spieler, also als Spieler des gegnerischen Vereins ins Weserstadion einläuft, das man früher ja komplett anders gesehen hat? Ist das dann schon nochmal ein Traum zu sagen, ey, das wäre jetzt auch schon nochmal geil in Grün-Weiß, oder reicht es quasi, als Gast da zu sein? Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder was Besonderes, dort einzulaufen, vor allem, weil meine ganze Familie und Freunde dann auch im Stadion sind. Es macht extrem, extrem viel Spaß, dort zu spielen. Ob es jetzt reicht oder nicht, das weiß ich nicht. Das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Klar, war es als Kind immer mal ein Traum, für Werder zu spielen. Jetzt habe ich das Ziel erreicht, in der Bundesliga zu spielen, bei auch einem sehr großen Verein. Dementsprechend ja, wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal nicht für Werder spiele, dann kann ich trotzdem stolz auf meine Karriere sein. Absolut. Aber gab es denn da nie auch mal Kontakt in den letzten 6,5 Jahren, die du jetzt in Freiburg bist? Hat sich da nie mal was angebandelt oder ähnliches? Seitdem ich bei Freiburg in der Bundesliga spiele, gab es gar keinen Kontakt. Es gab Kontakt, als ich von Oldenburg zu Mainz in die zweite Mannschaft, in die dritte Liga gewechselt bin. Da sollte ich auch in die Regionalliga kommen, zu Werder damals. Habe mich dann aber für Mainz U23 entschieden, weil sie eine Liga höher gespielt haben. Aber seitdem gab es keinen Kontakt zu Werder, und das ist auch absolut nicht schlimm, alles in Ordnung. Bist du denn noch regelmäßig in Bremen? Ja, regelmäßig, also zweimal im Jahr auf jeden Fall, in den beiden Pausen, Sommer- und Winterpause auf jeden Fall, weil meine Familie und Freunde halt dort leben. Und ja, wenn wir mal so 2 Tage frei haben, dann kann es auch mal sein, dass ich vorbeischaue. Ja, deswegen zieht es natürlich einen immer wieder in die Heimat zurück. Und ihr habt ja schon so eine kleine Werder-Connection da in Freiburg durchaus. Also klar, Nils Petersen ist jetzt weg, aber Maxi Eggestein noch da mit einer großen Vergangenheit beim SVW. Du halt auch als Sympathisant. Scheint dann doch irgendwie ein ganz gutes Pflaster für Norddeutsche da unten zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mit Maxi verstehe ich mich auch extrem gut. Und klar ist das auch immer wieder ein Gesprächsthema, Werder Bremen. Und ja, deswegen, also ich kann nur für uns beide oder uns drei sprechen. Wir fühlen uns extrem wohl in Freiburg. Ich hoffe, dass der Ehrendingschi sich auch extrem wohl fühlen wird. Und dementsprend, ja, ist das ein gutes Pflaster hier für Norddeutsche, glaube ich. Ist der SC Freiburg mittlerweile der geilere, der sexyere Verein im Vergleich zum SV Werder Bremen? Ich kann nur für mich sprechen. Also für mich, ja, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine richtig gute Entwicklung genommen und haben richtig, also die letzten beiden Jahre waren extrem schön. Wir haben viele Highlights erlebt, auf die man gerne zurückblickt. Und ja, Werder hat so ein bisschen einen anderen Weg gehabt. Deswegen glaube ich, dass, ja, was die letzten Jahre jetzt angeht, dass da Freiburg schon ein bisschen ein Stück weit die Nase vorne hat. Aber das kann sich natürlich so schnell wieder ändern im Fußball. Dementsprechend schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen. Mit deiner Draufsicht auf den SV Werder Bremen als Sympathisant, ich nenne es Fan weiterhin, und als Profi des SC Freiburg, ja, kannst du so ein bisschen einschätzen, was sich der SV Werder vom SC Freiburg abgucken könnte, sollte? Puh, schwierige Frage. Also ich finde, man kann die Vereine gar nicht vergleichen, weil in Bremen ist immer viel, viel Trubel, auch durch Medien und alles. Das hast du hier in Freiburg eigentlich nicht. Du hast hier Konstanz bei den Verantwortlichen, oder auf der Trainerposition. Das hatte Werder früher auch mit Thomas Schaaf, was ich immer extrem sympathisch finde. Aber ja, was können Sie sich abgucken? Ich glaube, jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Es ist schwer, sich andere Beispiele zu nehmen, weil dann würde es irgendwie jeder Verein machen und es wäre extrem einfach. Aber ich glaube, Werder war diese Saison auf einem guten Weg. Sie haben auch eine Siegesserie gestartet. Da jetzt stockt es wieder ein bisschen. Aber ich glaube, ich drücke die Daumen, dass die Entwicklung weiter positiv vorangeht. Ja, wo du Thomas Schaaf gerade angesprochen hast, also ihr habt auch einen Trainer, der absolut ja eine Ära da geprägt hat, viel auch im Fokus stand, zu Recht auch viele kluge Worte gesagt wird oder gesagt hat, und der sportliche Erfolg war natürlich auch da. Wie schwierig wird jetzt wirklich dieser Wechsel des Coaches im Sommer? Was glaubst du? Ja, das wurde ich tatsächlich auch schon oft gefragt. Ich finde es immer schwierig, in die Zukunft zu blicken. Ich lasse gerne immer alles auf mich zukommen. Wir wissen, dass Julian Schuster ein richtig guter
Trainer sein wird. Trotzdem ist es natürlich, sind es natürlich extreme Fußstapfen, die er treten muss. Aber ich glaube, das werden wir alle so ein bisschen auffangen. Und es kann sein, dass alles richtig gut läuft. Es kann sein, dass wir eine kritische Phase nächstes Jahr haben. Ich will da aber gar nicht so viel prophezeien. Ich lasse auch alles auf mich zukommen. Und wir werden hart daran arbeiten, dass wir weiter erfolgreich sind. Und da wollen wir den Trainer natürlich dann auch unter die Arme greifen. Ja, glaubst du, dass die Gefahr bestehen kann nach so vielen erfolgreichen Jahren, dass man sagt, oh, Christian hat das damals anders gemacht oder so, lass uns das doch lieber so versuchen? Oder muss man sich da einfach von lösen, auch wenn man mal zwei Spiele verliert und sagen, ey, der neue Trainer, der wird schon wissen, was er tut. Der hat die Zeit ja auch miterlebt. Ja, ich glaube, man sollte ihm auf jeden Fall genug Zeit geben, um sich einzugewöhnen. Ich glaube, er weiß, worauf es im Fußball ankommt. Er war zig Jahre lang Profi, dementsprechend sollten wir alle einfach ein bisschen Vertrauen haben. Mitarbeiten und dann auf unserem Weg einfach genauso weitergehen. Das gilt auch für den SV Werder Bremen. Viele Fans haben die Sorge, dass Werder vielleicht doch nochmal unten reinrutscht. Was glaubst du denn? Wird es nochmal eng für Werder? Ich hoffe es nicht. Aber ja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass so 31 Punkte, glaube ich, nicht reichen werden. Dementsprechend sollten sie vielleicht noch ein, zwei Spiele gewinnen. Ich glaube, das schaffen sie auch. Und können sie im gesicherten Mittelfeld sich das Spektakel dann anschauen. Ja, und die Meisterfeier von Bayer 0 wie Leverkusen dann am nächsten Spieltag. Ich habe noch eine letzte Frage, weil es mich wirklich interessiert. Wer war, ist der unangenehmste Gegenspieler beim SV Werder Bremen, wenn du auf Werder getroffen bist, auf Werder triffst? Also gerne in der Vergangenheit, aber auch aktuell. Müsste ich mal eben kurz überlegen. Ich bin immer so schlecht in der Vergangenheit. Ich habe ganz schlechtes Erinnerungsvermögen. Aber aktuell fällt mir jetzt auf jeden Fall Marco Friedl ein. Der ist unangenehm zu spielen. Ist ein guter Verteidiger, der schnell beweglich ist. Ja, ich glaube, ich würde bei Marco Friedl einfach bleiben. Nehmen wir. Alles klar. Lukas Höhler, vielen Dank für deine Zeit. Sehr alles gerne. Gute. Und dann hoffentlich auf bald. Beim nächsten Mal kommst du aber hier auch zu uns ins Studio, denke ich. So machen wir das. Alles klar. Sehr cool. Super. Besten Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Das war Lukas Höhler. Geiler Typ. Absolut smart, ja. Finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Mit dem kannst du arbeiten. Vielleicht wird das ja tatsächlich nochmal was mit dem Weserstrand und ihm. Schauen wir mal. Das tun wir. So, Malte, du kennst das jetzt ja hier auch schon. Was kommt jetzt? Ja. Also, User fragen Loser. Genau. Und da sind wir auch schon. Jingle, Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. Geht los mit Tim Wolter 53. Dachte kurz, Tim Walter schickt uns jetzt hier Fragen. Kleine Jobankündigung, oder? Habt ihr was? Ja, nee, hier ist voll. Hier ist ja. Für dich nichts zu holen, lieber Tim Walter. Für Tim Walter 53 allerdings schon. Warum hat man kein Interesse daran, junge Talente wie Ehren Dingschi und Nick Woltemade zu halten? Grätsch ich gleich rein. Ähnlich wie Jens Stay am vergangenen Spieltag. Natürlich hat Werder Interesse daran, diese Spieler zu halten. Hat halt jetzt in dem Fall nicht geklappt. Und da spielt dann natürlich auch immer Geld, du hast es schon angedeutet, eine Rolle. Also Nick Woltemade soll ja auch Forderungen gehabt haben. Genau, nach unseren Intus, ambitioniert der wäre damit wahrscheinlich ja in den Kreis der Topverdiener aufgestiegen bei Werder. Nahezu zumindest. Nahezu, genau. Und da muss man sich dann schon fragen, ob es das dann wirklich auch hinten raus wert ist. Ja, so. Nächste Frage. I Wilde. I Wilde. Ehren und Nick werden fehlen. Vielleicht Alltag im Business, aber dennoch ein Schock, der irgendwie etwas offenbart, was vielleicht grundlegend falsch läuft. Bin mir nur nicht sicher, was. Irgendeine Idee. Er spielt ja wieder so ein bisschen drauf an, dass Werder wirklich nicht mehr überzeugen kann. Bin mir da auch nicht sicher. Ich glaube, wie gesagt, auch, dass da ein bisschen was schiefgelaufen ist. Und da habe ich ja schon gesagt, hoffe ich draus, dass das alle draus lernen. Es gab nun mal eben auch eine Zeit, und die ist noch nicht so lange her, genauer gesagt ein und zwei Jahre, da sind die neuen Spieler, die gekommen sind zu Werder, haben alle davon geschwärmt, wie toll man sich um sie bemüht hat, wie klasse das ist und wie der Trainer sie auch überzeugt hat mit der Philosophie und wo er sie sieht. Also so ganz falsch kann Werder da auch immer nicht alles gemacht haben. Vielleicht ist das Problem, dass man einfach bei den eigenen Spielern nochmal ein bisschen, was das Menschliche sozusagen,
Ich meine jetzt gar nicht das Geld, sondern macht aber die kleine Violine hier. Genau. Nee, ja. was das Menschliche, das Zwischenmenschliche angeht, da dann vielleicht tatsächlich nochmal nachbessern muss und den wirklich frühzeitig klar machen muss, ey, wir setzen hier auf euch, auch wenn ihr gerade vielleicht mal nicht spielt. Ja, und bei beiden, Erin Dingschi und Nick Woltemade, hat es sich auch gezeigt, dass sie dann bei anderen Clubs besser performen. Und es ist ja tatsächlich oft so, so als Eigengewächs beim eigenen Verein, ist das mit der Wertschätzung ja gar nicht beabsichtigt, dann auch so eine Sache. Ja, man hat sich halt dran gewöhnt, wie in der Beziehung irgendwie manchmal. Ja, ja, und dann hast du einen Tapetenwechsel und auf einmal ist das wieder alles geil. So nämlich. Ha, oh Mann. Vielleicht schneiden wir es lieber raus. Ist das live? Ey, schneid das raus. Weiß ich noch nicht. Puh, so, ich glaube übrigens, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe. Wir hatten das beim letzten Mal schon und ich glaube, es ist tatsächlich was dran. Seitdem ich wieder da bin, zurück aus der Elternzeit, läuft beim SV Werder Bremen vieles schlechter. Den Schuh ziehe ich mir an. Zu Schuhen kommen wir ja gleich noch bei der Verschenkung. Aber was ist da jetzt das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon kann eigentlich nur sein, dass... Weg mit dir. Ich weg muss. Also ich muss weg. Nicht der Trainer oder auch schon auch nicht irgendwie Clemens Fritz, sondern du musst weg. Ich muss weg und vielleicht machen wir so einen Spendenaufruf. Vielleicht sammeln wir alle Geld, Crowdfunding. Ich dachte an eine Summe so bei 500.000 Euro. Das ist aber jetzt schon ein bisschen sehr billig von dir. Wenn das Ziel erreicht ist. Dann würde ich mich nochmal auf eine Reise begeben, vielleicht auch für die nächsten 5-6 Jahre. Und wenn ich dann wiederkomme, spielt der SV Werder Bremen in Europa. Du hast so einen nassen Helm auf. Also Zahlungsziel 500.000 Euro, donated. Wo verraten wir euch nicht, weil das ist natürlich alles in Summe Quatsch. Ein Spaß beiseite. Aber es ist schon auffällig. Es ist wirklich sehr auffällig. Ja. Also auch die Stimmung hier ist ja viel schlechter geworden, seitdem du wieder da bist, insgesamt in der Redaktion. Ja. Also, nee. Strömer wieder da, alles scheiße. Mhm. Ja, machen wir einen Haken dran. Mach einen Haken dran. Malte Rose Tattoo. Wieso wird nicht über Ole Werner diskutiert bei seinem schlimmen Punkteschnitt und der Nichtförderung unserer Talente? Ist er der richtige Trainer, um unsere zukünftige Strategie umzusetzen? Diskutieren wir hier nicht mittlerweile jedes Mal? Wir diskutieren hier im Internet sowieso, wird massivst diskutiert. Also ich denke, es wird über Ole Werner diskutiert. Aber bei der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt hatte er mal seine Sicht der Dinge geschildert. Vieles davon hat Hand und Fuß. Wir hören aber mal kurz rein. Kurzer Zusammenschnitt, findet ihr ausführlicher in der Deichstube. Die gesamte Rede zum Thema Talenteförderung von Ole Werner. Natürlich hinterfragen wir uns bei jedem einzelnen Spieler, der uns verlässt. Ist das so, wie wir es gewollt haben? Bekommen wir das daraus, was wir gerne gehabt hätten? Was kann man vielleicht in Zukunft optimieren? Die Realität ist die, alle können nicht auf dem Platz stehen. Und wenn ich dann ehrlich mit einem Spieler bin, zu dem Zeitpunkt dann eben mit Ehren, dann muss ich ihm sagen, ja, ich kann dir nicht zusagen, dass du an Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch vorbeikommst. Das kann ich dir nicht zusagen. Also geh einen Schritt, mach einen Schritt mit einer Laie. Ja, die ist für ihn aufgegangen. Daraus hat sich ist Interesse anderer Vereine auch entstanden. Aber es ist eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet und auch das sich angucken möchte, dann gibt es eigentlich viele Dinge, die daran nachvollziehbar sind, in meinen Augen. Es ist nicht so, dass bei uns jetzt nur alte Hasen auf dem Platz stehen. Wenn man sich das angucken möchte, auch das will keiner, aber kann man gerne machen. Eingesetzte Spieler dieses Jahr in der Bundesliga, Durchschnittsalter. Dann guckt euch an, wo Werder Bremen da steht. Guckt euch an, wo die Vereine stehen, die ähnliche Ziele haben wie wir. So, und ich finde, da hat er mindestens 2 gute Punkte. Ja, es war halt endlich mal Zeit, dass er wirklich mal ausführlich ein bisschen ausholt. Manchmal ist er ja ein bisschen kurz bei der Pressekonferenz, was so, ich sag mal, seine genauen Ideen und Vorstellungen angeht. Diesmal hat er da wirklich offen drüber geredet, wie er sich Dinge vorstellt, was er gemacht hat. Das fand ich sehr hilfreich, das könnte er, glaube ich, öfter machen, dann würde er vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen besseres Standing haben, wenn man mehr nachvollziehen kann, was hat er sich denn eigentlich dabei genau gedacht. In dem Zusammenhang, wir haben ja auch noch mit Clemens Fritz am Wochenende gesprochen, der Kollege Björn Knips war das, um ganz genau zu sein, da hat Clemens Fritz ja auch nochmal betont, dass er sich viel mehr Wertschätzung für den Trainer wünschen würde in der Öffentlichkeit, weil er sagt halt auch, wir sind halt immer noch der SV Werder Bremen, haben jetzt nicht zu erwarten, dass wir da ganz oben mitschwimmen, können froh sein, dass wir die 8 Punkte Vorsprung im Moment haben. So ganz dramatisch sieht es also auch nicht aus. Da müsste man die Kirche mal im Dorf lassen. Das ist natürlich dann auch wirklich das andere Extrem von Vereinsseite. Das darf man ja auch nicht ganz ausblenden. Also sicherlich, habe ich auch letztes Mal ja schon gesagt, muss man auch mal über Ole Werner sprechen dürfen, genauso wie man über Spieler spricht und sie kritisiert. Aber dass wir jetzt da gleich die ganz große Keule aufmachen, sehe ich im Moment nicht. Aber natürlich ist es so, dass
irgendwann dieser Turn, punktemäßig auch vor allem, also ich denke da an nächste Saison dann auch speziell mal zu erkennen sein muss, weil sonst ist das natürlich so eine Konstante, die du irgendwann hast, die Sorgen bereitet, aber er holt ja immerhin mit der Mannschaft seine Punkte und dann nur zu sagen, die Mannschaft hat es jetzt gerichtet und der Trainer ist daran unschuldig und der Trainer hat nur Schuld, wenn sie verloren haben, es ist dann halt eben auch zu kurz gedacht. Absolut. Ballstreicher sagt, dieser Hate gegen Ole Werner nervt total, bin froh, dass wir ihn haben. So geht's halt nämlich auch. Die Wahrheit liegt wie so oft vermutlich irgendwo da zwischen. Krausator. Benötigt Werder einen Umbruch, um den nächsten Schritt zu gehen? Was für Charaktere fehlen im Team? Fehlen Leader? Ja, also der Umbruch, der kommt ja mehr oder weniger automatisch, muss man ja fast sagen. Zwangsläufig. Wenn die Spieler halt weg sind, also Woltemade, Ndingchi nicht zurückkommt, dann muss man mal sehen, was passiert eigentlich mit Mitch Weiser. Bleibt er? Geht er? Ich glaube, dass du diesen klassischen Leader hast du mit Marco Friedl tatsächlich momentan im Team, weil der als Kapitän jetzt funktioniert, weil der Leistung auf den Platz bringt. Und so wie er das uns auch nach dem Frankfurt-Spiel dann hinterher geschildert hat, scheint es tatsächlich innerhalb dieser Mannschaft mehrere Leitwölfe sozusagen zu geben, beziehungsweise diese Führungsaufgabe wird auf mehreren Schultern verteilt. Auch wenn das für viele außen vielleicht nicht so darstellt oder nicht so aussieht, ist halt auch ein Miloš Veljković unheimliche Führungsfigur durch seine lange Zeit, die er bei Werder schon spielt, die er überhaupt schon Profi ist, auch international schon einiges erlebt hat mit der Nationalmannschaft. Und er ist halt sehr sprachbegabt. Das heißt, er redet viel auch gerade mit den ausländischen Spielern, die vielleicht nicht alles auf Deutsch so gut verstehen. Also da gibt es mehrere Schultern, auf denen das verteilt ist, jetzt so diesen klassischen Typen wieder zu fordern. Das weiß ich nicht. Also wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit noch uns darüber gefreut, dass da eine Mannschaft existiert, die als Einheit funktioniert und alle Probleme selber löst. Das würde ich mir halt einfach wieder mehr wünschen. Gerade wenn Marco Friedl dann eine Woche vorher sagt, dass da die Einstellung im Team bei dem einen oder anderen so ein bisschen, ja gut, es ist ja nur das Ziel, nicht abzusteigen und dann verliert man halt mal, weil wir haben ja noch einen guten Vorsprung. Das ist was, was mir eher so Bedenken macht. Und wenn die Mannschaft das wieder hinbekommt, wirklich eine zu sein, ich glaube, dann hat Werder schon sehr, sehr viel erreicht. Ja, Mitchell Weiser wird vermutlich gehen, Fragezeichen. Also ich glaube, dass das so kommen wird. Und wer will es ihm denn auch verdenken? Und ich finde, er hat sehr lange mit offenen Karten gespielt. Also er hat ja kein Geheimnis draus gemacht. Er hat im letzten Sommer, war das so eine kleine Hängepartie. Und dann haben wir ja das Interview mit ihm gehabt im vergangenen Herbst, wo er dann noch offen gesagt hat, naja, er ist ein Abenteurer, er hat noch mal Bock, ins Ausland zu gehen. Hatte im vergangenen Sommer in Spanien dieses Interview gegeben, sicherlich auch, um sich da so ein bisschen anzubieten, weil er sich das total gut vorstellen kann. Und ich finde, das ist dann halt auch offen und ehrlich. Also da ist jemand damals gekommen, wo wir alle gesagt haben, eigentlich passt der nicht zu Werder in der zweiten Liga. Hat dann seine Karriere wieder angekurbelt, deswegen hat er nämlich da eben doch hingepasst. Und jetzt hat er halt Lust, noch mal was anderes zu erleben. Und wünscht sich, also ich glaube, wenn Werder halt nach Europa kommen würde oder das sicher hätte, dann wäre das keine Frage, dann würde er dieses Abenteuer hier weitergehen. Und so hat er jetzt einfach Bock, was Neues zu sehen. Und ich finde, es ist dann halt auch wieder bitter, weil er auch ein elementar wichtiger Spieler im Moment ist. Aber es ist halt irgendwie dann auch das Business. Und Geld spielt dann tatsächlich natürlich auch eine Rolle. Wenn du ablösefrei wechseln kannst, dann kannst du ja das Handgeld nochmal selber reindrücken. Dann wird eben keine Ablöse gezahlt. Und in seinem Alter jetzt nochmal einen fetten Vertrag abzugreifen, finde ich nicht verwerflich. Nee. So ist das Geschäft, gehört dann nämlich auch dazu. Kaderumbruch, ja, wird zwangsläufig kommen. Ja, muss dann ja. Ja, also weil wird ja passieren. Du erkennst ja auch, dass die ein oder andere Position jetzt noch nicht so funktioniert. Ich nehme dann Olivier Demann zum Beispiel exemplarisch. Er ist belgischer Nationalspieler, die Leistungen sind aber brutal schwankend im Moment. Mhm. Aber da kann man ja fast schon wieder überlegen, muss man da auf links zumindest nochmal irgendwie Backup-mäßig dann was machen, weil du einen Felix Agu ja dann vielleicht rechts brauchst, wenn Mitchell Weiser nicht mehr da ist, etc. pp. In der Offensive wird auch was passieren müssen. Also das ist ja schon quasi wieder ein Umbruch. Absolut. Für Clemens Fritz natürlich die Chance, sich zu beweisen. Schöne Spielwiese, ein bisschen Geld ist da. Kann man ein bisschen was damit machen. Kann man natürlich auch hart vergeigen. Darf natürlich. An der Stelle schauen wir mal, was er mit Johannes Jahns da im Hintergrund ausgelotet und hat. Und dann zukünftig wohl mit Peter Niemeyer. Wäre eine spannende Personalie. Und dazu haben wir die Frage von, jetzt muss ich mal schauen, Jens J. Kern? Niemeyer zu Werder, ist Steigeruch immer gut. Ja, das schwingt bei der Nummer natürlich wieder gewaltig mit, ne? Dieser Werder-Weg, dieser Stallgeruch. Also er hat zumindest ja bei Preußen Münster absolut nachgewiesen, dass er in diesem Job weiß, was er tut. Er hat es halt noch nicht ganz oben nachgewiesen. Das ist dann echt dieser spannende Schritt. Und natürlich, klar, ist ein guter Buddy von Clemens Fritz. Die kennen sich aus alten Spielerzeiten. Der Kontakt hat nie aufgehört zwischen den beiden. Sympathischer Typ soll er sein. Also da bringt er alles mit, was
Werder sozusagen auszeichnet und guttun kann. Das Fachliche muss dann halt am Ende auch funktionieren. Aber auch da muss man jemandem vielleicht mal die Möglichkeit geben, in so einen Job noch weiter reinzuwachsen. Weil die ganz, ich sag mal, das ganz oberste Regal ist auch wahrscheinlich ähnlich wie bei den Spielern finanziell und auch sonst einfach nicht so einfach zu bekommen. Und Peter Niemeyer hat ja nun auch bei Preußen Münster, für Preußen Münster bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, etwas zu bewegen, ist aus der Regionalliga aufgestiegen in die dritte Liga, ist da mittlerweile Geschäftsführer, haben durchaus noch Chancen, in die zweite Liga aufzusteigen. Also hat er ein bisschen was bewegt und Steigeruch ist ja das eine. Das andere ist aber ja, dass man gerne, so wie wir das hier auch machen, mit Leuten zusammenarbeitet, die man gut kennt, denen man vertraut. Und wenn da jemand extern seine Erfahrung gesammelt hat, das offensichtlich auch gut gemacht hat, finde ich, passt das nicht so ganz in diese Werder-Mief-Geschichte, weil er eben schon bewiesen hat, dass er auch anderweitig Erfahrung gesammelt hat und das ja offensichtlich gut macht. Und dann finde ich, erstmal für meine Begriffe, klingt das auf dem Papier erstmal gut, ja, jemanden zu holen, der eine Verbundenheit zum SV Werder Bremen hat. Der braucht keine lange Eingewöhnungszeit, das glaube ich auch. Und gleichzeitig aber auch schon mal was anderes gemacht hat. Und nicht, oh, wir haben da noch mal irgendwann einen Praktikant, kann der nicht hier irgendwie? Das ist ja, wir reden ja über eine andere Geschichte. Und deswegen ist das mit dem Stallgeruch in dem Fall so eine Sache, wie man sagt. Ja. Also ja, schon ein bisschen differenzierter zu betrachten. Hast du Mario Götze im Werder-Trikot gesehen? Ja, habe ich. Ich glaube, es war das meistgesehene Foto, was ich nach dem Spiel am Freitag gesehen habe. Es hat mir irgendwie, ich glaube, auch elendig viele Leute haben es mir zugeschickt und gesagt, das ist ja, da geht der Traum ja in Erfüllung. Ja, ich glaube, weiter wird es auch leider nicht sein, aber es sah schon ziemlich cool aus. Es gab auch vor langer Zeit mal so wilde Gerüchte, Götze zum SV Werder Bremen. Wir wissen, da war überhaupt gar nichts dran. Aber ich fand das schon, also stand ihm. Stand ihm, ne? Ja. Kann man doch so machen und vielleicht holen Niemeyer und Fritz und Niemeyer Mario Götze zum SV Werder Bremen. Vermutlich nicht. Nein. Kitty Koch. Ich war immer ein Fan von Ole Werner. Die letzten Wochen haben aber auch mich ins Zweifeln gebracht. Nach den Aussagen von Fritz muss ich Clemens aber recht geben. Interessant. Was haben wir für Erwartungen, wenn wir nach einem Abstieg in die zweite Liga nun zwei einigermaßen sorgenfreie Saisons ohne die ganz große Abstiegskampf spielen und trotzdem den Trainer so hart anzählen? Natürlich gibt es einige Dinge, fragwürdige Wechselentscheidungen, nicht immer auf Talente setzen, aber man darf erstens nicht vergessen, welchen Kader wir die Saison über zur Verfügung haben. Zweitens, dass man auch darauf gucken muss, dass wir gute Ergebnisse liefern. Es bringt ja nichts, wenn man mit 8/11 Spielern in der Startelf auf junge Spieler setzt und dann jede Woche Lehrgeld zahlt und absteigt. Oh, das wird noch länger. Fühlt sich auch lang an. Dann springen die momentanen Kritiker erst recht im Dreieck. Und drittens ist Ole ja auch noch ein sehr junger Trainer, der noch viel lernen kann und wird. Ole ist einer der jüngsten Trainer der Liga, mit dem wir uns innerhalb von 2,5 Jahren von Platz 10 in Liga 2 zu Platz 10, 11 in Liga 1 verbessert haben. Schalke, Hamburg und so weiter wären momentan froh über unsere Probleme. Ich mache so An- und Abführung. Richtig, bist du nicht in Rage? Natürlich war die gesamte Woche ein klarer Fingerzeig, den man sehr ernst nehmen und hinterfragen muss. Aber wir dürfen nicht das große Ganze außer Augen lassen. Und das bedeutet aktuell Mittelfeld der Bundesliga. Vor 2 Jahren hätten wir das alle mit Kusshand so unterschrieben. Boah, das war ja ein Appell. Ja, aber wirklich. Ich habe mich auch ein bisschen reingesteigert. Ja, aber richtig. Also man merkt so, ne, als Vater, Lesestimme und so, du bist schon drin im Spiel. Ja, ja, alles richtig, oder nicht? Ja, ich finde, das hat was und ich glaube auch, dass einige Teams da unten in der Tabelle noch rumkrebsen, die hätten die Bremer Probleme ganz gerne. Also da sind die Sorgen, glaube ich, deutlich größer und da ist ja auch schon wieder Bochum, Trainerkarussell und man fragt sich da, wie schaffen wir es denn eigentlich noch überhaupt drin zu bleiben? Diesen ganzen Druck hat Werder ja im Moment nicht. Da hast du einfach nur die Angst, dass dieser Absturz noch kommt. Und da musst du halt gegenarbeiten. Und klar, wenn du einen Trainer hast, ich bin da tatsächlich auch bei, der ist noch jung. Der muss noch was lernen, gar keine Frage, weil er eben auch selber nicht dieses Profileben in der Kabine erlebt hat. Das ist sicherlich für ihn auch immer noch eine Einstellung, an der man arbeiten muss. Nichtsdestotrotz ist das jemand, der Werder, wenn vielleicht auch nicht immer schön, zuletzt den Aufstieg und vor allem den Klassenerhalt auch gebracht hat, das jetzt wahrscheinlich wieder tut. Das kann einem gefallen, muss einem nicht, aber ich finde, es ist zumindest eine Anerkennung wert. Sehe ich auch so. Dante 86. Spricht Friedel das aus, was sich 90% der Fans denken? Spielen wir auch mal wieder um was oder dauernd um die goldene Ananas? Sollten auch andere mal sagen, hey, hier muss was passieren. Ja,
Don't stop believing. Europa dies, das, ne? Aber finden wir uns doch einfach für die nächsten 40 Jahre damit ab, dass der SV Werder Bremen goldene Ananas sammelt? Goldene Ananasse, sagt man das so? Ja, kann man schon so sagen. Sammelt und ich glaube, das ist das, was man dann vom SV Werder Bremen erwarten darf, muss. Das war die Definition einer grauen Maus, die du da jetzt rausholst. Ja, aber wenn, und das ist doch der Punkt. Natürlich gibt es doch immer wieder die Hoffnung, und andere Vereine haben es doch gezeigt, brauchst eigentlich eine gute Saison, dann brauchst du das Europageld und dann gute Investitionen zu tätigen. Das kann im Fußball, Vorsicht, auch einmal alles sehr schnell gehen. So, ne? Also die Hoffnung nicht aufgeben, aber mit dem Ist-Zustand muss man wohl bis auf Weiteres auch leben können. Ja, aber das ist ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Perspektive. Ja, also, ja, also ich verstehe, dass du daran glauben sollst, dass es auch mal anders kommt. Aber wenn du dich aus, nehmen wir jetzt mal, du bist hier Geschäftsführung vom SVW und du sagst, maximal Geschlechtsführung, aber ist egal. Rechnen wir uns doch mal damit ein, dass hier die nächsten 40 Jahre spielen wir zwischen Platz 10 und 17, sagen wir 15. Und dann gucken wir mal, vielleicht reicht es ja mal irgendwie nach oben. Was ist denn das für eine Ambition? Also du musst ja zumindest den Goodwill haben, dass das, was du jetzt hast, so schnell nicht wiederkommt, sondern dass du besser bist. Du willst dich ja immer verbessern. Hab ich doch. Ja, aber trotzdem muss man ja gleichzeitig, finde ich, den Ist-Zustand und die Realität akzeptieren. Ja gut, aber das tun ja auch wirklich viele. Es gibt immer Leute, die sagen, naja, das ist mir alles zu schlecht, was da jetzt passiert. Keine Frage. Aber ich glaube auch, dass ganz viele das schon richtig einschätzen können. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du trotzdem in die neue Saison gehst. Gerade wenn es da vielleicht drei Transfers gibt, die dich so ein bisschen anfeuern. Hatten wir letzten Sommer auch, wo wir dachten, na, mit Naby Keita, da geht es vielleicht nochmal in eine komplett andere Richtung. Dass du dann da schon den Anspruch hast, es muss ja nicht Platz 3 werden, damit es gleich in die Champions League reicht. Aber wenigstens um Platz 6. Und jetzt hast du mit Leverkusen da einen Fastmeister, der auch noch einen Pokal holt. Also da reicht dann Platz 7, wenn es gut läuft, um international zu spielen. Du hast vorhin gesagt, das ist nicht so weit weg. Ja, aber da muss ich doch alles, wirklich alles dafür tun, dass ich derjenige bin, der diesen 7. Platz angreift und nicht, naja, wir gucken mal, wohin es geht. Ich verstehe, dass da vielleicht auch nicht mehr möglich ist, aber so bescheiden, wie es immer getan wird, ist diese Mannschaft ja auch nicht. War ich da jetzt so bescheiden? War ich da einfach realistisch? Ich will doch auch dran glauben. Ich glaube doch auch, dass mit einer guten Saison nochmal, dass da vieles möglich ist. Ja, mich stört dann appelliere ich vielleicht einfach an Geduld. Ist es Geduld, was ja, ich das ist wahrscheinlich richtig. Ja. Und ich habe mich jetzt an den 40 Jahren, die du natürlich auch überzogen in den Raum geworfen hast, habe ich mich ein bisschen aufgehangen. Ja. Weil ich finde einfach, wenn du so perspektivisch denkst, dann ist es halt so, ja, wir lassen es halt laufen und wenn wir Glück haben, läuft es halt mal besser. Das kann halt ganz schnell in die Richtung gehen. Und das darf einfach nicht der Anspruch sein, weil dann hast du genau das, was Marco Friedl angeprangert hat, dass er sagt, naja, es geht ja hier erstmal jetzt wirklich nur darum, die Klasse zu halten. Und wenn wir halt gerade mal verlieren, dann ist das egal, weil das Polster da unten ist ja noch dick genug. Nee, du musst, egal wo du stehst, musst du geil drauf sein. Und das musst du halt 34 Spiele lang, 90 Minuten, musst du merken, dass die Mannschaft Bock darauf hat, zu zeigen, wir können eigentlich viel mehr, als ihr da draußen alle denkt. Ja, um es nochmal klarzustellen, ich glaube immer an Europa. Immer. Jeden Tag. Ich wach morgens auf und denk an Europa. Ja, weil du hier wieder weg willst aus Bremen, damit die Mannschaft wieder gewinnt. Ja, wenn ihr das alle bezahlt. So, haben wir das auch geklärt. Ich mach einen Haken dran. Ja, jetzt wird's nochmal richtig bunt hier. Super Gund. Brauchen wir Duxch in der neuen Saison? So, jetzt bin ich mal gespannt, Malte. Ich sag ja. Entweder, um von der Bank zu kommen und irgendwelchen neuen Leuten Druck zu machen, oder halt wieder in alter Verfassung von Anfang an zu spielen und auch so wie Teil der Hinrunde und seine Tore zu machen. Bislang habe ich noch keinen anderen Stürmer bei Werder gesehen. Nehmen wir Justin Ginmar noch raus, wenn die beiden zusammen auf dem Platz standen, die von hinten da jetzt großartig Feuer gemacht haben. Vielleicht schafft es der Marco Grüll, der Neue, der da kommt aus Österreich. Der kommt ja auch noch, genau. Schauen wir mal. Ja. Aber ich sag mal, ein Duxch in Bestform, den brauchen wir auch noch in der neuen Saison. Ein Duxch wie jetzt, kannst du drüber diskutieren. Ja, okay, schließe mich an. Duxch wird wieder aufdrehen und in der nächsten Saison den SV Werder Bremen nach Europa schießen. Habe ich das so gesagt? Ich denke, das habe ich ganz gut zusammengefasst. Okay, das hast du in etwa so gesagt. Timos 2108. Keita spielt nicht, weil? Also ich weiß nicht, wie oft ihr mir die Frage tatsächlich schon gestellt habt. Zu schlecht. Ja. Ja. Genau, es reicht im Moment nicht. Da drehen wir uns auch im Kreis, oder? Also da sprechen wir doch auch jetzt andauernd drüber, warum es nicht reicht. Er ist halt nicht in der Form, die man bräuchte, um ein entscheidender Faktor im Moment zu sein. Das kann er nächste Saison noch werden, falls er dann noch da ist. Mhm. Und fit bleibt. Warten wir mal ab. Oh, da kommt eine Frage von Ole Werner rein.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Na klar, nächste Ausfahrt Leverkusen, in Leverkusen. Hey, Big Party. Eine, genau, eine schöne Party. Riesenparty. Ja, gut für die eine Seite wahrscheinlich. Weil Leverkusen wird dann vermutlich Meister werden. Ja, sie sind es ja vielleicht schon, wenn die Bayern am Samstag nicht so spielen, wie sie sollten. Na sind gut, sie vielleicht Köln, schon ne? Sofa. Gegen Köln. Ja, gut, das heißt ja, wie gesagt, nichts. Hat man gegen Heidenheim auch gesagt, ja. Mhm. Ja, genau. Also vielleicht wird Leverkusen schon auf dem Sofa Meister. Das könnte dann tatsächlich eine Chance für Werder sein, weil die Mannschaft vielleicht dann abends so derbe feiern geht, dass am Sonntag da vielleicht so geil, noch ein bisschen Atü auf dem Kessel sind. Ja, und wenn die ich erinnere noch, mich dann noch mit 2004 damals, Werder mit bunten Haaren und so, auch gegen Leverkusen übrigens dann 2-6 aus dem Stadion geschossen worden. Egal, trotzdem haben alle Meisterschaft gefeiert. Aber ja, also Leverkusen möchte, glaube ich, jetzt, wo wir wirklich kurz vor Schluss sind, die perfekte Saison spielen und einfach gar nichts mehr liegen lassen. Und wenn du dann bei Werder die Personalprobleme siehst, ja, da kann einem Angst und Bange werden, wenn die auch nur ansatzweise so spielen wie in den vergangenen Wochen, dann Vielleicht aber auch alle schön mit Schlagseite. Cheers. Gönnt euch. Bayern für Leverkusen, der SV Werder kann auch noch ein paar Punkte gebrauchen. Und es ist, im Fußball ist ja nun wirklich so, ich will da hier an dieser Stelle eingespielt Leo Bittencourt zitieren. Wie man im Fußball weiß, weiß man nicht, was am Wochenende passiert. Eben drum heißt der SV Werder vielleicht ganz womöglich eventuell eben nicht chancenlos. Wären die schönsten Überraschungen. Man weiß ja nicht, was da dann kommt. So, das war User Fragen Loser. So, Malte, was kommt jetzt? Haust du wieder richtig einen raus jetzt? Verschenkung auflösen. Ah, mega. So ist es nämlich. Wir lösen auf, wer diesen limitierten Werder-Sneaker, also zwei, ein Paar Schuhe, geht dann jemanden raus. Und das T-Shirt auch, das ich da selbst geföhnt habe. Ja, das lösen wir jetzt auf. Wir machen das diesmal ein bisschen anders. Ich habe hier Knallerbsen mitgebracht. Oh, geil. Oh, hey. Das ist ja lebensgefährlich. Ich gehe in das letzte Video und du sagst bitte Stopp mit so einem Knalleffekt, damit wir hier auch so ein bisschen Action wieder mal drin haben. Mega. Dann würde ich sagen, legen wir los. Trommelwirbel. Wow. Das war bei den Ehrlich Brothers früher. Geil, Mann. Special Effects beeingedeicht. Und wir haben einen Gewinner, wie es aussieht. Mac Nick Neck. Okay. 3-0. Mac Nick Neck 830. Hashtag Ole Sole. Welcome back, Strömex. Super Sendung und die Schuhe passen, also nehme ich. PS, ungewohnt punktgenaue Analysen deines Kollegen. Damit muss man erstmal umgehen. Schönen Gruß. Vielen Dank. Ja, geht auch ein Kompliment an dich raus. Ist doch super. Ja, bitte eine E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de, Zwecksadresse dies, das, und dann gehen die Schuhe und das T-Shirt an dich da draußen raus. Kannst du das noch toppen? Ich kann das noch toppen. Nee. Ich habe wirklich eine super fette Verschenkung im Programm. Wirklich richtig, 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 richtig geil. Weil, wo ist es denn? Kann das mal jemand hier rüberschmeißen? Oh, so, das 40-köpfige Team ist am Start. Super edle Box. Und ihr ahnt vielleicht schon, was drin ist. Nix. Zumindest die Leute, die das jetzt gucken. Nee, ist natürlich was drin. 125 Jahre steht auf dem Deckel. Und da drin ist das Jubiläumstrikot des SV Werder Bremen mit Flock Pizarro. Boah, edel. So, und das hier, können wir das hier irgendwie so hinlegen? Ich weiß nicht. Hier aufs Kissen. Wir haben nur eins ergattert. Und das kann jemand von euch da draußen geschenkt bekommen. Ihr müsst nicht viel mehr tun als sonst, nämlich unter diesem YouTube-Video kommentieren. Was Nettes, was Freundliches. Immer freundlich sein, dann kriegt man hier auch was geschenkt. Und mit dem Hashtag, jetzt kommt's, Claudio Talente. Oh, weil das ja hier heute zum Thema passt. Sehr gut. Also wirklich super geiles Trikot. Also wenn keiner mitmacht, dann behalte ich selbst. Sag ich ganz ehrlich. Ja, du bist in Shape, das passt auch. Also. Ja. Oh, danke. Ach ja, Größe L übrigens. Größe L, aber vielleicht ist das ja eher so ein Ding, stellt man sich irgendwie in die Vitrine, hängt man auf, vielleicht zieht man das auch nicht zum Kicken an. Vielleicht aber doch, as you like. So, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Dann schalte mich nochmal scharf. Denn hier ist jetzt Ende. Das war's schon. Ja,
Tatsächlich. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank, Malte. Sehr gerne wieder. Für deine Zeit. Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, YouTube, Instagram, X, MySpace. Schon lange nicht mehr. Also bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung. Alles andere wird gelöscht. Ansonsten war es dann tatsächlich halt, ja, wie immer. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht. Aber so ist das hier. Bleibt gesund. Nur der SVW. Es wird wieder alles besser. Dran glauben, dann wird das schon. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Danke.